So, das hier alles. So. So, so, dann wollen wir mal. Was erwartet uns? Oh, Mentor. Sieht schon schön aus. Nur zu, kommen Sie näher. Werfen Sie einen letzten Blick auf diese Version von mir. Sobald das Signal übermittelt wurde, werde ich überall sein. Ich werde tausende Formen auf tausenden Welten annehmen und jeden von ihnen töten. Du wirst überhaupt niemandem mehr Leid zufügen. Verschwenden Sie ruhig Ihre Energie im Kampf gegen mich. Ja. Zerstören Sie mich, ja. Die ganze Anlage. In wenigen Momenten wird das keine Rolle mehr spielen. Ich habe meine Leute zum ultimativen Triumph geführt. Die schlimmste Geißel in der Galaxis wird heute ausgemerzt. Okay, anscheinend muss ich jetzt die Dinger zerstören. Okay, dann machen wir das erste Mal. Und wie? Hä? Niemand kann die Revolution aufhalten. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn, Mami? Also, wo ist denn das Teil? Das ist ja weg. Ich bin das Ende aller Organismen. Ich werde die Galaxie. Was ist das denn? Hilfe! Hallo? Schieß mal hierher, genau. Das ist schon verrückter hier. Na komm, du bist doch genau und fall den nicht um. Raus aus dem Kreis. Kira, heil dich mal. Oh, scheiße, jetzt bin ich reingerannt. Niemand kann die Revolution aufhalten. Hör mal auf. Hör mal auf, mich abzuschießen! Hä? Ich bin gleich down! Okay. Kira, heil mich! Heil mich! Kira! Danke, aber ich hab's doch nicht geschafft. Och nö, wieder von. Keine Sorge. Oh nö, das ist jetzt beschiss.
Warum hat Kira mich nicht geheilt? Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Oh, nö. Darko, komm online. Ich brauche deine Hilfe hier. Oh, den ganzen Weg wieder rennen. Oh Mann, ey. Aber wieso konnte ich das Ene nicht mehr zerstören? Ich hatte das doch rechtzeitig angeklickt. Ha. Oh Mann, ey. Ist das eine wenigstens kaputt geblieben oder ist das ist wieder ganz, ne? Das ist wieder ganz, war ja klar. Besiege Mentor. Ich muss Prozessorkern 3. Ich muss die Dinger zerstören. Ja gut. Niemand kann die Revolution. Oh, jetzt geht alles wieder los hier. Kann ich das Ding hier hinlotsen? Kann das nicht schon was kaputt machen? Nö, anscheinend nicht. Angewöhnt, in der Nähe dieser Heilteile zu bleiben. Au. Okay. Ganz schön spät reagiert die Kanone. Ich werde die Galaxie eine Zeit mit Widerstand. Hä, hey, was? Jetzt kommt das Fett. Genau. Kann ich die anderen Teile jetzt nicht auch schon zerstören? Anscheinend nicht. Au, 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 au. Au. Ey, hör mal auf! So schnell stirbt niemand. Oh Mann, hör doch mal auf, oh, hier so Flächenschaden zu machen. Ja, war klar. Niemand kann jetzt die Revolution aufhalten. Meins! Kann die Revolution aufhalten. Hä? Wieso kann ich die nicht mehr anwählen? Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Da, Nummer 2. Kann ich anklicken. Nein. Aber jetzt. Nice. Kann die
die Revolution aufhalten. Wo ist denn unser Helfer-Druide? Der kämpft noch. Cool. Kira lebt auch noch. Komm, ich will das da hinten platt machen. Hey, meine Kanone ist down und eure? Nö. Niemand kann die jetzt Revolution aufhalten. Das da! Niemand ja. kann die Revolution aufhalten. Da ist schon wieder dieser Pimmelklatscher! Kira? Okay. Guck mal, dass du da sichtbar wird. Mach ich überhaupt Schaden gerade an dem Teil? Hey, nö, das ist jetzt unfair. Sterben Sie. Jetzt, Attacke! Mit gutem Beispiel voran. Nice. Die Revolution. Hörst du mal auf? Hör auf! Aus! Pfui! Hör auf! Kira, du heilst, ich kämpfe, los! Raus hier! Stabilisieren sich Kira? Okay, die hatten einen Freund. Die Anlage wird innerhalb von Minuten komplett in Flammen stehen. Der ganze Mond wird auseinandergerissen. Ich habe eine Fluchtfähre gesichert. Ich übermittle die Koordinaten. Beeilung! Flashpoint Ausgang ist auf der anderen Seite. Doch, hier geht's auf. Yeah, geschafft. Hui. Das war eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt, muss ich ehrlich zugeben. Kehr zu Direktor Riegel zurück. Was für ein Riegel? Schokoriegel, Müsli-Riegel. Ha.
Wo ist er denn? Da ist er. Was ist da unten passiert, verdammt? Der ganze Mond bricht gerade auseinander. Das war natürlich eine sehr ernste Bedrohung, aber ich glaube, das geht etwas über unsere Vorstellung von Gewaltanwendung hinaus. Ich habe den größten Völkermord in der Geschichte verhindert. Und ihr regt euch über diesen wertlosen Felsbrocken auf? Der Mond wurde durch die Fahrlässigkeit des Mentors zerstört, nicht durch ihren Agenten. Ihre Schuldzuweisung sollte den Richtigen treffen. Ach, tut mir leid. Ich hatte nur nicht erwartet. Diese Situation war sehr schwierig. Aber ihr habt euch gestellt und wart erfolgreich. Die Situation war schwierig, du hast ihr nichts gemacht. Ihr habt mehr Leben gerettet, als man sich je vorstellen wird. Die Republik, die ganze Galaxis, kann dank euch weiterleben. Jedi leben, um Unschuldige zu beschützen. Was aber nicht heißt, dass ihr keinen Dank verdient. Wir stehen auch tief in deiner Schuld. Wie war gleich der Name? C5M3? Ohne dich hätten wir nie eine Chance gehabt. Es würde mich mit Stolz erfüllen, dir hier in der republikanischen Flotte eine Aufgabe anzubieten. Sobald wir einige Routineüberprüfungen vorgenommen haben. Aufgabe? Unsinn. Ich gehöre niemandem. Ich werde gehen, wann und wohin ich will. Tut mir leid, aber das kann ich wohl nicht zulassen. Du hast dieselbe Programmierung wie die anderen Abtrünnigen. In Freiheit wärst du eine große Gefahr. C5 ist keine Bedrohung für uns, Direktor. Er hat es sich verdient, selbst zu entscheiden. Wenn ihr dafür die Verantwortung übernimmt, meinetwegen. C5, du kannst gehen. Als ob ich Ihre Erlaubnis bräuchte. Danke, dass Sie für mich gesprochen haben. Es ist schön zu wissen, dass ein paar Organismen doch Verständnis haben. Es hat mich trotz aller Umstände wirklich gefreut, Sie zu treffen. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Ja, haus drin. Danke noch einmal für eure Hilfe. Es war interessant. Lebt wohl. So, und was kriege ich? Nix. Ich kriege nix. Ah ja. Das werde ich mir merken. MK1 Gerät bla bla. Nö. Mentor Prozessorkern benutzt erhöht deine Freischaltungsmenge für diese Dekoration für alle Charaktere deines Vermächtnisses um 1. Anklicken. Modifikator kommt darunter. Busche des Züchtigers. Da habe ich jetzt hier schon 3 Teile. Fehlen nur noch Handschuhe und Hose. Aber die ist eh schlechter als meins, also wird sie verkauft. So. War das J? Das war nicht J. M. Nein. L. Ja. Sektion X kommt. Erfordert Zugriffsberechtigung Sektion X. Okay. Okay. Werden wir schon hinkriegen. Ich hoffe, dieser Typ meldet sich nie wieder bei mir. Der war irgendwie arrogant. Nö. 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 Wo muss ich jetzt hin? Reise zu Sektion X, untersuche ich sofort auf Dantooine. Na dann, wo ist mein Raumschiff? Da müsste mein Raumschiff lang sein. Ich würde gern zu meinem Raumschiff wollen und nicht wieder zum Flottentransporter. Was ist denn das? Mann. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Ort. Das werde ich ja müssen.
Oh Gott, tut mir leid, wenn ihr das gehört habt. Aber ein Ike wird langsam müde. Warum eigentlich? Ich trinke meinen dritten, vierten Kaffee. Okay. Das Schauspiel gucke ich mir jetzt an. Wie lange brauchen die, um das Feuer zu löschen? Mhm. Ja. Ja. Und wo nehmen die das ganze Wasser her? Ja, okay. Okay. Die haben nirgendwo einen Schlauch. Das heißt, oh Gott, die haben irgendwo einen Wassertank drin, aber der muss, ja. Oder die produzieren selber Wasser. Das kann auch sein. Dahin. Ich muss mal ganz kurz tatsächlich rausstammen. Gut. Kurz was bei Steam geguckt. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich will zu meinem Raumschiff. Jetzt total bescheuert? Ich geh jetzt nicht erst zur Hauptebene. So. Das reicht mir jetzt. So, von hier aus weiß ich, wie ich weiterkomme. Hoffe ich doch. Nö, das war Soldat. Ich weiß, dass bei meiner Tür irgendwas mit Rehwarnhändler. Das da. Dann ist das hier meine Tür. Sag ich ja. Wo? Wo ist mein Raumschiff? Da ist es. Da war mein Raumschiff unsichtbar. Nice, nice. So ein Raumschiff möchte ich auch im Real Life haben. Ja, den Zugriff holen wir uns noch. Machen jetzt erstmal den ganzen anderen Schnatteridatsch hier. Dead to ihn. Ich blende das hier aber mal ganz kurz aus. Wo ist Dead to ihn? Da oben ist Dead to ihn. Und da reisen wir jetzt hin. Quatschen wir keiner auf dem Schiff? Nö. Warum habe ich das jetzt nicht übersprungen? Oh Mann.
Naja. Aha. Dandrin kenne ich noch aus KOTOR 1 und 2. Bei KOTOR 1 war es ja noch schön anzusehen. Bei KOTOR 2 war es ja so teilweise zerstört alles. Aber hier steht wieder alles wie eine 1. Shane. Shane. Und Stufe 70 Planet. Na, hallöchen. Aber das ist nicht der... Das ist nicht der Jedi-Tempel, die Jedi-Enklave. Nee. Das ist nicht die Jedi-Enklave. Mal gucken, ob wir die noch sehen. Da bin ich mal gespannt. Wir machen erstmal das hier. Und das hier. Geht auch schon vierten Grades? Ne, es geht nur dritten Grades. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Und ich habe noch genügend Geld. Vergebens und Geschenke. Habe da. Das hier. 1 Mille. 1,5 Millionen. Geht ja gar nicht. Ich habe kein Premium mehr. Aber gut. Dann wollen wir mal. Kira ist dabei. Das süße Morsel. Was ist denn hier los? Da glitzert doch was. Das ist doch ein Kristall. Der ist nichts für mich. Und hier muss ich jetzt ein Rennen fahren? Okay. Da fährt jemand die Strecke ab. Wo muss ich denn hin? Dann bist du lahmarschig. Geil. Wenn ich jetzt reinfahren darf, mache ich das. Die Alte. Geil. Wow. Habt ihr das gesehen? Ja, eins. Es ist immer schön, jemanden zu treffen, der das pure Talent in diesem Sport zu schätzen weiß. Willkommen bei der ultimativen galaktischen Swoop Rally. Wie kann ich euch helfen? Droide? Ihr meint B4N9, der beste Swoop-Ansager aller Zeiten. Natürlich mussten wir ihn selbst bauen und programmieren, um diese Art von Volumen und Energie zu erhalten. Ah, ja. Ohne B4 wären wir nie so bekannt geworden. Und für etwas so Großes wie die ultimative galaktische Swoop-Rally können wir gar nicht genug Swoop-Fans haben. Man nennt mich Sella, ehemalige Swoop-Rennfahrerin, mittlerweile im Ruhestand. Aber ich konnte nicht lange fernbleiben. Ich hatte das Gefühl, die ganze Aufregung zu verpassen. Also habe ich neue Fahrer unter meine Fittiche genommen. Ich zeige ihnen, wo es lang geht und stelle sie den besten Crews auf der Strecke vor. Dieser Swoop-Rally mangelt es nicht an Neuzugängen, wie euch selbst.
Ganz genau. Gut, dass mit euren Ohren anscheinend alles in Ordnung ist. Ich will euch schließlich nicht zum Aufmotzen in die Box zerren müssen. Im Augenblick laufen die Dinge nicht so gut. Krieg ist eine schreckliche Sache. Und gute Ablenkung ist genau das, was der Sanitäter-Droide verschrieben hat. Und gute Ablenkung haben wir im Überfluss. Das ist die größte Swoop-Rally, an die jemand in meinem Alter sich erinnern kann. Und es wird ein unvergessliches Ereignis werden. Ha! Ich kann euch nur ganz ehrlich sagen, dass ihr mit allem rechnen müsst. Diese Leute übertreffen sich immer wieder selbst. Man weiß nie, was sie sich als nächstes einfallen lassen. Ein neuer Trick von der Rampe? Ein neuer Rundenrekord? Selbst ich werde immer noch überrascht. Das höre ich gern. Am Ende des Tages sind wir alle nur hier, um etwas Dampf abzulassen. Ihr wisst schon, sich zurücklehnen, Spaß haben und ein paar Höhenflüge und ein wenig Feuerwerk genießen. Warum unterhaltet ihr euch nicht mit einigen Crews? Hier wird niemand einen potenziellen neuen Fan abweisen. Ah ja. Das hat sich gut angehört. Reiß dich zusammen, Dema! Reiß dich zusammen! Ah ja. Ich will ja nichts sagen, aber ich sag nichts. Nokia, okay. Boah, nee, die gefällt mir gar nicht. Der Skin ist... Naja. Das Danga Rastak. Sie wird es kosten. Ey. Nee. Das Danga Rastak. Sie wird es kosten. Wurra. Bis alle Mohan das Wurra-Rast. Muss schon mal besser sagen, wenn du nicht gerade redest. Was denn? Ich wollte einfach ein bisschen quatschen und sehe gerade den Stream nicht so wirklich. Ach, kommst du halt nicht mehr online? Ich kann gerne wieder online kommen. Ich gehe eine Viertelstunde, dann bin ich ja wieder weg. Und danach kann ich wieder online kommen. Ich weiß gar nicht, wo du bist, also. Ich habe nur Flashpoint-Mission Direct 7 gemacht und jetzt bin ich bei irgendeinem Swoop-Rennen. Sumpfrennen. Swoop, nicht so. Sumpf. Diese Bikes, die wir immer fahren. Ich wünsche viel Spaß bei der Direct 7 Flashpoint Mission. Bis alle Mohan das Bakaras. Das ging schon mal gemacht. Wo du sagtest, das hatte ich noch gar nicht und das sollte ich noch gar nicht. Mit Mentor? Muss ich schauen, vielleicht mal. Also, ich hatte da zu kämpfen, ich bin gestorben. Da heißt ja eigentlich was Gutes, wenn du stirbst, überlebe ich und wenn ich sterbe, überlebst du. Das werden wir dann sehen, wenn du es machst. Der Charakter sieht voll geil aus gerade. Ich habe irgendwie sowieso das Gefühl, dass die Grafik ein bisschen geändert wurde. Nee, dann dieses Swoop-Rennen, das ist irgendwie da so ein Bonus, also das ist nicht immer. Das ist wie auf, war das ein Narsha da mit diesem Koch-Event? Hm.
die Sprengkappe. Oh, schau, Wumpeti. Noto Dichu, Dajaska. Ist das jetzt eigentlich mit der Hauptstory? Ja. Ja, also, ich hab jetzt noch die ganzen anderen Sachen. Ja. Also die Sachen, die wir eigentlich auch auf allen anderen Planeten nicht mehr nachgefolgt sind. Ja, das zum Beispiel. Ich habe jetzt aber auch noch mit Kira nach dem Imperator noch eine Quest gekriegt gehabt. Ja, dann habe ich noch das ganze hier Abo-Zeug, die ganzen DLC-Quests. Ja gut, die habe ich ja nicht. Flashpoint-Missionen gibt's alle noch, die wir nicht gemacht haben. Boah, ist jede Mission, an die es in diesem Spiel gibt. Oh Gott. Nee, mach ich nicht. Ich guck mir jetzt nochmal das an hier. Zumindest ich arbeite das jetzt noch ab, was ich alles drin habe, plus die eine Story-Quest von einem DLC, die ich noch nicht angenommen habe. Hm? Und dann ist die Staffel 2 zu Ende bei mir. Dann ist wieder ein Viertel, ein halbes Jahr Ruhe. Und dann geht Staffel 3 los mit irgendeinem anderen Charakter. Oh je. Sayatupi no Avatikuna Chidunik Itaki. Gaptula Dobota Dwana Winky Slimo. Poya Tuka Changa. Sayatupi no Avatikuna Chidunik Itaki. Deponyoko Panegopanki. Inachu, Kasakuya Maya. So, jetzt will ich aber erstmal wissen, was ist hier. Hier gibt's Token. Okay. Was kann man denn kaufen? Stufe 75 Sachen. Brennende Kerze. Beim Ausrüsten ans Vermächtnis gebunden. Quelle Ruf, Zoom, Banden, Chaoskämpfer. 350 Token kostet der. Ich habe 0. Frage ist, ob ich das hier überhaupt mache. Weil hier, wenn hier zu viele sind, das leckt ja dann wieder wie Sau. Was denkt ihr? Sie haben nicht gebissen, oder? Schön, dass ihr versteht, was ich euch sagen wollte. Was haltet ihr davon, euch selbst auf ein Swoop-Bike zu schwingen? Keine Ahnung, wie viel Erfahrung ihr mit Swoop-Bikes habt, aber ich wette, hier ist alles anders, als ihr es gewohnt seid. Diese Maschinen sind aufgemotzt und überladen und verfügen über jede Menge Extras. Also nehmt euch die Zeit, das Bike kennenzulernen. Wenn ihr die Swoop-Banden beeindrucken wollt, solltet ihr einen Blick auf die Prüfungslisten werfen. Sie stellen dort immer neue Herausforderungen ein, die jeder gerne ausprobieren kann. Es ist ziemlich aufwendig, die Strecke jeder Crew aufzubauen, also ist immer eine nach der anderen dran. Wenn ihr eine Herausforderung abgeschlossen habt, kommt zur Prüfungsliste zurück, sobald ihr bereit seid, euch an der nächsten zu versuchen. Und oh jetzt Gott. Geht da raus und zeigt uns eure Swoop-Künste. Wo ist denn das Terminal? Hier. Oh Mann, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Na ja, komm, ein Versuch ist es wert. Hä? Oh, das war's mit... LOL. Okay, ich habe Ruhmpunkte, alles eingeheimst, ich bin fertig. Ich überlege, fahre ich jetzt mal so ein Rennen? Sieht halt witzig aus. Auf welchem Planeten bist du? Dantooine. Stufe 70 Planet. Okay, tschüss. Vor allem der Java sieht putzig aus. Guckt einfach nur der Kopf aus dem Boden raus. Was hab ich denn jetzt noch alles offen hier? Ach, nicht das Vermächtnis. L. Shadow of Revan, Illum, zersplitterte Allianz, Oricron. Marquette Belsavis, Knights of Fallen Empire.
Sektion X brauche ich irgendeine Erlaubnis. Dann machen wir Orikron. Würde ich sagen. Benutze dein Schiff, um nach Orikron zu reisen. Ja. Vielleicht mache ich das hier irgendwann, weil das wird ja nicht gleich zu Ende sein. Was ich auf jeden Fall machen werde, sind diese Sachen mit Schelle auf Rehwahn. Illum, Kristallkugel. Naja. Ich arbeite jetzt erstmal die ganzen gelben Sachen ab, bevor ich an die lilanen gehe. So. So. Wo ist da ist? Da ist es. Auf zu meinem Schiff. Schiff nennen kann. Benutze dein Schiff, um nach Orikron zu reisen. Dieser Name, ne? Orikron? Ja. Der erinnert doch schon wieder an die... Na ja, an das Omikron von Frankreich, diese Covid-19-Weiterentwicklung. Hallo. Corona digitiert zu Omikron. Oh Gott. Orte schwere orbitale Verteidigung. Wir können zur Oberfläche, aber dieses Schiff wird ein leichtes Ziel sein, wenn wir landen. Setz mich mit einem Landefeuer ab und geh dann auf sichere Distanz. Wenn es Zeit zur Rückkehr ist, aktiviere ich das Landefeuer und warte auf meinen Transport. Geil. Okay, das ist ein Sith-Planet. Also was Schlechtes? Schlimmes? Weiß ich nicht. Das Vorschaubild hier sah gerade schon richtig geil aus. Was ist das denn? Ah, nö. Klicke ich jetzt nicht an. Ein Stufe 56er Planet. Ja, gut. Da ist der Quest. Sprich mit Sergeant Trani. Der ist sehr jung. Keine Bewegung. Sie ist sehr jung. Die oberste Kanzlerin hat mich geschickt. Ich bin auf einer Rettungsmission. Ihr seht Erlösung, wenn ihr in Wirklichkeit dem Feind begegnet. Eure Augen lügen. Schießt. Tötet. Haltet die Klappe! DX, ich brauche Verifizierung. Identität bestätigt. Seine republikanische Sicherheitsstufe übertrifft meine eigene. Mann, was für ein mieser Start. Sergeant Trila, ich bin hier der höchstrangige Offizier von denen, die nicht tot, wahnsinnig oder in Trance sind. Mir gefällt deine Frisur, Alter. Ich habe die letzte Nachricht eurer Flotte gesehen. Was ist seitdem passiert? Als wir abgestürzt sind, haben Meister Ogande und die anderen Jedi ein Schild errichtet, um uns vor den Schreckensmeistern zu schützen. Ich war auf Belsarvis, als sie ausgebrochen sind. Die Visionen, die Stimmen, so schlimm war es noch nie. Kriegsherrnmodulaktualisierung. Wir werden innerhalb von 89 Minuten von der Furchtwache überrannt. Verdammt! Ich würde nur zu gern Strategien besprechen, aber wir haben alle Hände voll zu tun und keine Leute mehr. Haben sie nur euch geschickt? Niemand sonst wird kommen. Gibt es noch weitere Überlebende? Wahrscheinlich schon, doch die sind irgendwo in der Todeszone. Wenn ihr sie findet, könnten wir uns neu gruppieren und vielleicht, vielleicht einen Gegenangriff planen. In Ordnung. Sichert diese Position und schützt die Leute. Ich suche eure Kameraden. Übertrage Absturzkoordinaten. Passt auf euch auf. Ich weiß nicht, wie viel wirklich real ist, aber wir kämpfen gegen etwas Fürchterliches.
Ja. Irgendwelche Schreckensheinis. Ich habe den Imperator gekillt. Ich bin der Schrecken. PvP, Missionsterminal. Nö. Was ist denn eigentlich das hier? Obwohl, du würdest mich eigentlich, glaube ich, ziemlich einfach besiegen. Weil du halt Level 70 bist. Das muss nicht sagen. Ich glaube, wir werden zum Beispiel auf diesem Planeten auch jeweils auf Stufe 56 runtergestuft dann. Furchtwachen aufsehr, der hat ein Lichtschwert. Kämpfen. Orikon kontrolliert von Dark Soul. Alles klar. So. Geburt. Schmerz. Furcht. Ja, trifft alles auf mich zu. Mir gefällt die Stimme, die hier quatschen tut. Ist so richtig bedrohlich. Daten befreien. Ziemlich verarscht. Ihr habt die Bedeutung von Furcht noch nicht gelernt. Aber das werdet ihr. Nein, habe ich schon gelernt. Ich muss der Stimme einfach antworten. Es geht nicht anders. Versammeln viele, tot keine. Komische Stimme aus dem Nichts. Oh, kann ich hier rüberspringen? Ja. Nein,
ich häng fest. Aber jetzt. Nein, ich will nicht in die Lava. Nein. Hoch hier. Ja. Sehr schön. Gehst du jetzt mal endlich down? Das ist nicht mein Lust. Machst du etwa gerade links Direct Seed, ne? Nee, Angriff auf Korriban mach ich gerade. Oh, das hab ich zum Beispiel gewonnen. Oder? Warte mal. Das war doch das Revan, ne? Shadow of Revan. Geschmiedete Bündnisse da. Ja. Das ist der kürzeste. Da kann ich. Der ist in 5 Minuten durch, da kann ich wieder weg. Ja, das ist doch aber eine Story-Quest. Ich dachte, das machen wir wieder zusammen. Achso. Flashpoints kannst du nicht zusammen machen. Also ich kann gerne aufhören. Ja, okay, mach jetzt zu Ende. Seid vorsichtig. Viele von ihnen wissen nicht, was wahr ist und was nicht. Bleibt ruhig. Ich hab gar keine normalen Quest. Ja, die nimmt man ja auch erstmal an, Darko. Oh nee, dann wäre ich nicht fertig. Dafür Flashpoints, dass man die zusammen macht, dann müssen wir ihn nicht. Die müssen wir dann zweimal machen, weil ich glaube, das ist. Nee, jetzt nicht so zusammen, sondern halt, wie wir es jetzt hier das Story-Quest gemacht haben, genau. Ah, okay. Ja, ich muss sowieso wieder los. Weil es ist ja, die ist ja immer in Lila und Shadow of Revan ist ja Story-Zeug bezogen. Ich habe Kampferfahrung gesammelt, sagen wir es so. Ohne euch wären sie tot. Also ich hab den eh nicht geschafft, ich muss wieder gehen. Jetzt kommt zurück. Nö, dann machen wir das gerne zusammen. Fremdlanet sieht echt cool aus. Nö. So. Nö, so, ja. Ja, ich muss hier ein bisschen abkürzen. Ich will nicht unbedingt kämpfen. Ich gehe mittlerweile jeden Kampf aus dem Weg, den ich aus dem Weg gehen kann. Lava. Rüber aufs Schiff. Schnell. Au, ich brenne. Ah! Mami! Nein, ich bin der Lava. Nein, lass mich. Ich bin tot, oder? Nee, mein Raumschiff zerstört. So. Ich lebe noch. Ich freue mich schon, wenn du Direct 7 machst. Ich will wissen, wie ran du da verzweifelst. Denn die haben dort gerne mal über 100.000 Leben. Ich muss mich dann damit Das Problem ist, ich weiß da selber nicht, wo ich die angenommen habe, weil ich die schon ewig hatte. Das war irgendwann letztes Jahr habe ich die angenommen. Ja, da muss ich später nochmal durch. So, ich sehe dich beschäftigt. Ja, ich habe hier noch zu tun. Wir hören noch später. Jo. Ich muss zurück. Ernsthaft? Ich fahre da jetzt einfach durch, scheiß drauf. Tschüss! Nein! Wieso hat er sich vor mich teleportiert? Was soll denn das? Hier, Freunde, kämpft mal! Die kommen an, genau! Macht mal was für eure nicht vorhandenen Credits. Hier unten war sie. So schnell stirbt niemand.
Sind alle wieder zurück im Lager? Ja, auch ein paar Versprengte. Einige sind in schlechter Verfassung. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Private Krieger hört nicht auf zu zittern. Gialto glaubt, er hat seinen Ehemann erschossen. Diese Schreckensmeister haben es in sich. Auch psychische Wunden sind Wunden. Holt sie nach und nach vom Schlachtfeld. Nehmt mein Schiff, wenn ihr müsst. Das weiß ich zu schätzen. Kriegsherrn-Modul-Aktualisierung. Zeit bis zur Vernichtung durch die Furchtwache. 2 Stunden, 1 Minute. Na, das sind ja tolle Aussichten. Wir sind also tot, wenn wir hier bleiben. Und tot, wenn wir uns zurückziehen. Also bringen wir am besten unsere Mission zu Ende. Aber die Schreckensmeister haben sich in einer schwer bewachten Festung verschanzt. Unser Aufklärungstrupp hat es nicht bis dorthin geschafft, als wir den Kontakt verloren. Also kümmern wir uns um die Verteidigung. Was wissen wir? Die Scans aus dem Bereich sind verzerrt. Aber es gibt 2 starke Energiesignaturen. Genaue Quelle unbekannt. Wahrscheinlich feindlich. Okay. Wenn ihr die Bedrohungen ausfindig machen und neutralisieren könnt, haben wir vielleicht eine Chance, die Festung anzugreifen, ohne dabei draufzugehen. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor und bleiben in Kontakt. Wenn ihr uns braucht, tja, dann tun wir, was wir können. Okay, was ist denn das? Was? Ruftrophäe. Stoßtrupp Urikron. Gewährt eine mittlere Anzahl Rufpunkte. Hey, das ist schöner Loot. Mach mal auf. Was haben wir hier? Brustschutz des verstärkten Streiters. Die ist nicht so gut wie meine und die hat schon Armierung, Modifier, alles drinne. Was haben wir hier? Universaler Sammeltresor. Alles das, was ich nicht brauche und trotzdem aktiviere. Money. So. Wohin? Okay, ich kann den noch nicht benutzen. Warum auch immer? Sanitätstruhe. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ich muss jetzt jedes Mal kämpfen, wenn ich dahin will. Ernsthaft? Beschafft Bioenergieverbesserer. Warum? Ich hab nicht zugehört. Warum soll ich das beschaffen? Das sind doch bestimmt irgendwelche Drugs. Abgerippt. Oh Gott. Ey, ich bin schon wieder so gemein. Ich muss 10 so eine Dinger beschaffen. Mir gefällt der Planet aber sowas von. Ich muss hier nur vorbei. Okay. Ich hoffe, du greifst mich jetzt nicht an. Nö. Ich hoffe, ihr lasst mich auch in Ruhe. Ihr seht mich nicht. So viel Schönheit. So friedlich. Ich weiß, dass ich schön bin, danke. Was ist denn das da? Das ist doch ein Sif. Oh
Momentchen mal. Was ist denn das? Schreckensmeisterin Brontest. Ah ja. Gibt's hier noch mehr so eine Dinger zum Anklicken? Mich würde aber jetzt mal was interessieren. Wie komme ich an diese Bio... Radarama Dingenbummens. Ach komm, wir kämpfen einfach mal ganz kurz. Vielleicht kriegst du ja hier von dem. Ich glaube, ich krieg die wirklich von den Typsis hier. Ja. Schön. Dann lohnt sich ja das Kämpfen doch. Aber ich hätte gerne noch so ein Ding zum Anklicken, tatsächlich. Ich will noch wissen, was das mit dem anderen Meisterviech auf sich hat hier. Bitte kämpfen, danke. So. Wieder drei Stück. Schön, schön, schön. Ich glaube, ich muss hier hinten tatsächlich bleiben. Hörst du mal auf, mich zu hauen, du Schwedel aus dem Boden? Was denn gerade? Dort. Da haben wir alle 10 Stück. Scanner-Modulanalyse. Versuche, Bewegungen auf der Oberfläche zu orten. Diese Kreaturen graben sich von einer nahen Position aus heran. Ah ja. Dann lasse das doch machen. Okay. War ich hier nicht gerade schon? Oh, leck mich am Arsch, das Gebiet groß. Ich muss mal ganz kurz was machen hier. Und zwar mein Näschen putzen. Also nicht wundern. So. Finde die Energiequelle. Was? Ich war das nicht. Au. Großer Tentakelschniedel. Da, wieder Taufe. Rüstest du mal auf?
bitte mal auf. Ja. Das ist nicht mehr lustig. Geht doch. Naja, ah, das Ding ist ein Monster und hat 600 Credits dabei. Nice. Aber Energiequelle und so. Wo? Bin ich noch im Bereich? Ich bin halt wirklich noch im Bereich. So schnell stirbt niemand. Nicht so, mein Freundchen. Aber, ja, Energiequelle und so. Was ist das denn? Ich bin halt einfach immer noch im Bereich. Why? Warum ist das so groß? Und was fällt denn da hin? Naja. Was ist das denn? Kann ich das anklicken? Sexy Arscheck. Ach, Kira macht das schon. Ah, ich glaube, ich mehr das. Ich glaube, ich näher mich dem Teil, wenn hier oben so ein Schild-Dings-Satellitenschüssel-Gedöns. Oder ich näher mich doch nicht. Hä? Soll denn diese Energiequelle bitte schön sein? Da halt einfach mal gleich raus. Ah, ich muss die... Oh, sag mir das doch, Ena. Ah, ja. Ich muss mich irgendwo da drin aufhalten. Schlingenhain, genau hier drin irgendwo. Ähm.
Okay, ich bin raus. So, dann mache ich ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder da.